Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian. Es ist mal wieder Marvel-Mittwoch und wir reden schon über Hawkeye Folge 3. Also wir sind eigentlich schon im Halbfinale angekommen, es folgen nur noch 3 Episoden. Dann ist Hawkeye zumindest in dieser ersten Staffel schon vorbei. Ich hoffe ja wirklich, dass es da dann noch irgendwie eine zweite Staffel geben wird, was ich hier auch einfach anbieten würde. Aber darüber will ich gleich noch sprechen. In diesem Video soll es jetzt natürlich mal wieder um die brennendsten Fragen gehen, die nach Folge 3 noch offen sind. Und tatsächlich auch noch um ein paar interessante Easter Eggs, die sich in dieser Episode versteckt haben. All das geht natürlich nicht ohne Spoiler. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Oh. Yeah. Wer ist das Oberhaupt der Tracksuit-Mafia? Wir erfahren in der 3. Episode, dass es über Maya Lopez, aka Echo, die uns ja am Ende von Folge 2 vorgestellt wurde, noch jemanden gibt. Dieser jemand ist aber noch ziemlich ominös, wird auch gar nicht näher benannt, außer dass Maya Lopez ihn offensichtlich Onkel nennt. Und wir sehen ja auch kurz eine Rückblende von ihr. Hier lernen wir dann auch ihren Vater kennen, der in den Comics ja Crazy Horse hieß. Hier bekommen wir jetzt gar keinen Namen von ihm. Und ähnlich wie in den Comics arbeitet er auch in einer kriminellen Organisation, hier jetzt allerdings bei der Tracksuit Mafia, und wird dann später von Ronan getötet. Und das ist ganz spannend, weil in den Comics wird er ja vom Kingpin getötet, für den er da wiederum arbeitet. Und wir sehen auch in Mayas Rückblende, wie ein Mann in einem schwarzen Mantel ihr kurz so an die Wange fest und lacht. Und damit dürften wir zumindest schon mal einen ersten Blick auf den großen Oberbösewicht geworfen haben, denjenigen, der sogar noch über Maya Lopez steht, denjenigen, den sie Onkel nennt. Und ja, ich sage es einfach, wir haben jetzt hier die Bestätigung, wir kriegen den Kingpin. Sorry, das ist der Kingpin. Schaut euch diesen Mantel an, hört euch auch gerade noch mal sein Lachen an. Und dann geht zu Vincent D'Onofrio aus der Daredevil-Serie, wo er den Kingpin gespielt hat. Ja, wir kriegen den Kingpin in Form von Vincent D'Onofrio, hoffentlich zumindest, wieder zurück. Und das bringt uns natürlich zu einer weiteren, viel wichtigeren Frage. Wie passt denn der Kingpin ins MCU? Als ich letzte Woche darüber gesprochen habe, dass Maya Lopez ein gutes Indiz dafür ist, dass der Kingpin kommen wird, und sie bekommt ja auch noch eine Spin-off-Serie namens Echo, in der man mit dem Kingpin und auch Daredevil noch weitermachen könnte, hatten ja viele von euch die Sorge, wird das der gleiche Kingpin, den wir aus der Daredevil-Serie kennen? Und ja, das ist natürlich so ein bisschen schwierig, denn ja, Vincent D'Onofrio als Kingpin in der Netflix-Serie war ziemlich brutal, war ein ziemlich düsterer und unglaublich böser Charakter, der aber auch sehr menschliche Momente hat, was sehr, sehr spannend ist und was ja zuletzt eigentlich nur Into the Spider-Verse ein bisschen gut nochmal wieder aufgreifen konnte. Und ich bin mir aber dennoch sicher, wenn wir wirklich Vincent D'Onofrio zurückbekommen fürs MCU, dann wird das auch passen, auch wenn es dann vielleicht nur PG-13 ist und nicht R-rated. Aber solange es Vincent D'Onofrio ist und solange wir gute Autoren haben, die diesen Charakter auch gut schreiben können, mache ich mir da keine so großen Sorgen. Und wie gesagt, wenn wir jetzt den Kingpin hier in Hawkeye einführen, dann passt das natürlich irgendwo auch gut fürs MCU, denn er ist einfach einer der berühmt-berüchtigsten Crime Lords aus New York und ihn muss man jetzt auch einfach irgendwo mal thematisieren. Das kann halt in der Echo-Serie noch weitergehen, das kann man dann später tatsächlich, wenn man wirklich will, auch in einer noch kommenden Daredevil-Serie ausbauen. Und da ja jetzt mittlerweile auch schon 3 weitere Spider-Man-Filme mit Tom Holland bestätigt worden sind, passt da der Kingpin natürlich auch fantastisch rein, denn er ist auch einer der größten Spider-Man-Widersacher. Und wenn wir den Kingpin jetzt noch ins MCU mit reinpacken zu Spider-Man, könnten wir hier jetzt einen weiteren Stützpfeiler für die Sinister Six haben, denn auch der Kingpin gehörte irgendwann mal zu den Sinister Six und er könnte quasi sowas wie der Geldgeber dafür sein, dass Spider-Man gejagt wird. Also Möglichkeiten für den Kingpin im MCU gibt es genügend, gerade wenn wir auch noch darüber nachdenken, dass Hawkeye vielleicht noch für eine zweite Staffel fortgeführt wird. Gleichzeitig könnte man auch überlegen, ob er in irgendeiner Verbindung mit der Contessa aus Falcon and the Winter Soldier steht, weil
auf wessen Seite die jetzt wirklich ist, ist sie nun gut, ist sie böse, das weiß man ja nach wie vor nicht. Weil am Ende von Black Widow setzt sie ja niemand Geringeren als die Schwester von Black Widow auf Hawkeye an. Und das ist schon eine sehr suspekte Angelegenheit, weil wir wissen alle, dass Hawkeye ein Held ist und dass er Natascha Romanoff nicht getötet hat. Von daher könnte auch die Contessa irgendwie ein Bindeglied zum Kingpin sein. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig auf den Moment gespannt, wo wir den Kingpin wirklich in Aktion erleben werden. Ich bin zwar noch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt wirklich schon in den nächsten 3 Folgen noch passieren wird, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier den Teaser und er wird einfach kommen, weil Marvel wird ganz genau wissen, dass wir alle erkannt haben, dass das der Kingpin sein soll. Deswegen, jetzt heißt es einfach nur noch abwarten, wann er dann wirklich das erste Mal auftaucht. Wer ist Victoria Kafka? Ja, kommen wir mal zu einem Punkt, der einfach mal wieder zeigt, wie sehr ich schon in diesem Marvel-Modus drin bin, dass ich alles hinterfrage, was ich da irgendwie sehe. Und am Ende der 3. Episode schleichen sich Kate Bishop und Clint Barton ja in das Penthouse von Eleanor Bishop, um dort ihren Computer zu hacken. Und da wird es ja auch schon kurz interessant, weil Clint fragt so, wow, wie ist diese Wohnung überhaupt entstanden? Und Kate sagt, ja, ihr Urgroßvater hat das irgendwann erbaut. Ja, mein great-great-great-great-grandfather built the building. Da bin ich auch mal gespannt, ob das in irgendeiner Form noch eine Rolle spielen wird, weil ich habe bei meinen Recherchen tatsächlich nichts gefunden, was irgendwie auf eine Verbindung hindeuten könnte, wer ihr Großvater oder beziehungsweise ihr Urgroßvater sein könnte. Das heißt, wenn ihr da einen Tipp habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich will hier aber auf was anderes eingehen, denn sie loggen sich ja bei Bishop Security ein und der erste Name, der da aufploppt, ist eine gewisse Victoria Kafka. Das wird ziemlich groß, bevor es schnell geschlossen wird. Und da habe ich mich sofort gefragt, Moment, da müssen wir einen Screenshot von machen und das genauer unter die Lupe nehmen. Wir erfahren aber eigentlich nur, dass diese Victoria Kafka von 2006 bis 2011 mal bei Eleanor Bishop gearbeitet hat in der Firma, mehr aber auch nicht. Und beim Namen Kafka läutete bei mir sofort irgendeine Marvel-Glocke in meinem Kopf. Und es gibt tatsächlich eine Kafka in den Comics, nämlich Dr. Ashley Kafka, die tatsächlich auch aus New York stammt und später die Leiterin von Ravencroft wurde. Ihr wisst schon, dieses Institut für die Criminally Insane, also ein bisschen sowas wie das Arkham Asylum, was DC ja hat, heißt jetzt bei Marvel einfach Ravencroft Institute. Und das wurde uns ja immerhin schon in Venom 2 einmal vorgestellt. Es könnte hier sich wirklich nur um ein Easter Egg handeln, dass man sagt, ja, seht ihr hier, den Nachnamen Kafka gibt es im MCU. Sprich, es kann irgendwo auch eine Ashley Kafka geben. Eine Victoria Kafka habe ich jetzt nicht gefunden, deswegen möglicherweise ist das hier wirklich nur ein kleines Easter Egg. Was wird aus Yelena Belova? Ich glaube, diese Frage werde ich jetzt einfach in jedem Video stellen, zu jeder Folge, die von Hawkeye noch kommt. Was wird denn jetzt aus Yelena Belova? Die Post-Credit-Scene von Black Widow hat angeteasert, dass Florence Pugh aka Yelena Belova auf Hawkeye angesetzt wird und es hieß ja auch immer, ja, sie taucht in dieser ersten Staffel von Hawkeye noch auf. Aber wir haben jetzt nur noch 3 Episoden, die kommen, da passt diese Story rund um Yelena nicht auch noch rein, weil das sollte eigentlich eine eigenständige, für sich erzählte Geschichte werden und nicht jetzt noch in diesen ganzen Konflikt zwischen Hawkeye und der Tracksuit-Mafia eingesetzt werden. Deswegen kann ich mir echt gut vorstellen, dass Hawkeye es am Ende von Folge 6 wieder nach Hause schafft, gemütlich mit seiner Familie zu Weihnachten am Tisch sitzt und auf einmal geht die Tür auf und Yelena steht davor und sagt, oh, du hast meine Schwester getötet, jetzt bin ich gekommen, um dich zu töten. Ich gehe mittlerweile wirklich davon aus, dass Yelena Belova am Ende im Finale wirklich nur in der Post-Credit-Scene auftauchen wird und dann einfach den Hinweis darauf gibt, ja, es wird noch eine 2. Staffel geben, in der wir diesen Konflikt ausarbeiten müssen. Und das dürfte tatsächlich auch eine ganz spannende Geschichte werden, weil Clint dann hier auch direkt nochmal mit seiner und Nataschas Vergangenheit konfrontiert wird. Das hat ja schon in Folge 1 in diesem Musical dafür gesorgt, dass er ein bisschen die Fassung verloren hat. Wenn Yelena jetzt hier nochmal auftaucht, das ist eine Story, die muss einfach größer und breiter erzählt werden. Ja, kommen wir zum Abschluss dieses Videos nochmal zu ein paar lustigen
einigen Easter Eggs, die ich gefunden habe, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Das geht los mit diesem absurden Hawkeye-Outfit, das Kate Bishop in diesem Diner sehr, sehr professionell hier auf Papier bringt. Ich glaube, ich hätte es auch nicht besser gekonnt, deswegen finde ich das schon fantastisch. Auf jeden Fall zeichnet sie Hawkeye hier ja ein Kostüm, das ein Haar auf der Stirn hat, bei dem die Augenmaske wie Falkenflügel aussehen. Das ist natürlich ein klarer Verweis auf das klassische Comic-Kostüm von Hawkeye, was ich in den Comics ehrlich gesagt schon immer cool fand, aber ich gebe Clint Barton recht, das wäre vielleicht ein bisschen zu flashy und ein bisschen zu auffällig. Deswegen ganz gut, dass es nicht hat, aber schön, dass hier nochmal darauf hingewiesen wurde. Dann haben wir ja noch diese ganze Rückblende zu der Vorgeschichte von Maya Lopez, aka Echo. Hier wird es auch ganz interessant, weil sie zum einen mit ihrem Vater über Drachen redet und ihr Vater sagt, naja, Drachen existieren bei uns nicht, aber möglicherweise in einer anderen Dimension. Hallo? Shang-Chi alle zusammen? Genau, weil wir erfahren ja in Shang-Chi im großen Finale, dass es tatsächlich Drachen gibt. Es gibt diesen Great Protector. Das spielte sich ja auch alles in einer anderen Dimension ab. Also Drachen gibt es tatsächlich. Theoretisch gibt es ja auch diese Makluaner, die ja in den Comics die Technologie für die 10 Ringe des Mandarin liefern. Das könnte man hier auch noch weiter ausbauen. Wird man sehen, je nachdem wie auch die Post-Credit-Scene von Shang-Chi zu deuten ist, wo wir erfahren, dass die Ringe wirklich alte intergalaktische Technologie beinhalten. Auf jeden Fall ist das hier auch nochmal ein netter Verweis. Jupp, mittlerweile gibt es im MCU auch Drachen. Und wir bleiben noch bei Echo, weil in der Sterbeszene mit ihrem Vater passiert etwas sehr Interessantes. Ihr Vater legt seine blutbeschmierte Hand auf ihr Gesicht und hinterlässt so einen blutigen Handabdruck. Und das ist tatsächlich etwas, was die Comic-Maya Lopez sehr in ihr alter Ego Echo integriert. Dort sehen wir sie nämlich immer genau mit einer Art Tattoo von diesem Handabdruck, der sie halt immer wieder an ihren Vater erinnern soll. Dass man das hier für ihr tatsächliches Outfit im MCU nicht benutzt, finde ich ehrlich gesagt okay. Würde vielleicht auch ein bisschen merkwürdig aussehen, wenn sie mit so einer Hand im Gesicht durch die Gegend laufen würde. Aber das hier nochmal so zu sehen, zeigt einfach nochmal, jupp, die lesen auch die Comics. Dass sie auch die Comics lesen, beweist die Tatsache, dass in dieser Episode ein 72er Dodge Challenger von Bedeutung ist, den Clint Barton auf keinen Fall als Fluchtauto benutzen möchte, um ihn nicht kaputt zu machen. Das ist natürlich sehr ehrenhaft, am Ende geht das Ding trotzdem kaputt, also nichts geholfen. Aber auch das ist wieder ein schöner Verweis auf die etwas jüngere Hawkeye-Comic-Reihe, in der sich Clint Barton tatsächlich einen 1970er Dodge Challenger kauft, der so quasi sein Ein und Alles wird, der dann aber auch während einer Verfolgungsjagd auf der Manhattan Bridge ziemlich zu Schrott gefahren wird, was wir ja letztendlich hier sehen. Also in einem anderen Universum macht Clint Barton sein Auto selber kaputt, in diesem MCU-Universum macht es halt jemand anderes kaputt. Und wenn wir noch ganz kurz bei Clint bleiben wollen, es wird ja hier in dieser Episode mal wieder gezeigt, was er für faszinierende und tolle Pfeile hat, die alle möglichen Funktionen haben. Witzig ist vor allen Dingen der USB-Pfeil, der mich irgendwie sofort an die What-If-Episode erinnert hat, in der Clint Barton ja per USB-Pfeil Armin Sola in Ultron einschleust. Und das ist ja auch nicht das einzige Mal, dass Clint Barton per Pfeil sich in irgendwelche Sachen eingehackt hat. Das ist einfach so. Er hat halt einfach die ulkigsten Pfeile und das ist auch gut so, dass wir hier jetzt mal gesehen haben, was er noch so in seinem Repertoire hat. So, das war jetzt aber wirklich alles, was ich in dieser Episode entdeckt habe, alle Fragen, die mir so spontan eingefallen sind. Aber jetzt frage ich natürlich wie immer euch, wie hat euch dieses Jahr Mid-Season-Finale von Hawkeye gefallen? Was habt ihr noch so entdeckt? Was sind so eure brennendsten Fragen? Und wann, glaubt ihr, werden wir den Kingpin zu Gesicht bekommen? Schreibt mir all das in die Kommentare. Für mein anderes Video zu Hawkeye klickt einfach hier drauf.